Mein Bosch Performance Line CX macht auf einmal Geräusche wie eine Kaffeemühle. Ich dachte, das trifft immer nur die, die ihr Rad mit dem Hochdruckreiniger abspritzen, es tunen, außen am Auto transportieren, im Salz fahren. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe es noch nicht einmal mit dem Gartenschlauch abgespritzt. Brauche es nicht tunen. Mein Hund ist immer mit dabei und für den sind 26 Stundenkilometer schon mehr als schnell. Außerdem fahre ich gerne steile, technisch knifflige Sachen. Da reicht für mich die Geschwindigkeit vollkommen aus. Auch wegen meinem Hund bin ich noch, fahre ich nie auf öffentlichen Straßen, ist viel zu gefährlich mit den Autos. Und ja, ich habe ein großes Auto, da passt das Rad hinein, brauche es also auch nicht außen zu transportieren. Und wenn es sehnsüchtig auf mich wartet, dann steht es in einer geheizten Garage. Motor hat nicht einmal 3000 Kilometer drauf. Und schon ist das Getriebe offenbar defekt. Sehr schade.